Das alles begann mit einem Funken. Ein Blitz in blauem Gold. Rift-Energie. Als der Rausch begann, machten sich die Rifter in den Ausläufern breit. Planeten, die einst Ödland waren, wurden von Menschen besiedelt, die ihre Claims absteckten, die das schnelle Geld lockte. Aber die Rifts mutierten sie ebenso schnell zu Monstern. Ja, das war die Story von Starhawk. Mehr muss man dazu eigentlich auch nicht wirklich sagen. Es ist so ein leichtes Western-Sci-Fi-Setting. Ja, Leute stecken ihre Claims ab und kämpfen gegen Mutanten. Das war es eigentlich schon. Aber die Story dient eh nur als eine Art großes Tutorial für den Multiplayer. Jetzt als Erklärung noch, Starhawk ist ja so der quasi Nachfolger von Warhawk, Sonys Only Online Game. Und es hat aber nicht mehr ganz so viel damit zu tun, oder? Nee, es gibt zum Beispiel jetzt hier, wie du siehst, eine Bauoption. Also man kann einen Bunker bauen, man kann Mauern bauen, man kann Geschütztürme bauen. Und als Energie dazu dient eben diese Rift-Energie. Das waren diese bläulichen Kugeln, die wir vorhin noch von den Gegnern gesehen haben. Die kann man auch später extrahieren. Und damit baut man dann halt, wie gesagt, diese Geschütztürme oder eben halt auch hier Werkstätten. Oder quasi Garagen bzw. Fabriken für Fahrzeuge. Da gibt es einmal diese Hawks, deswegen heißt sie auch Starhawk. Oder aber auch eben wie hier Jetpacks zum Beispiel. Hm. Und großer Unterschied zum Vorgänger, was wir schon erwähnt haben, ist, dass es auch einen Story-Modus gibt. Genau. Aber der, wie gesagt, dauert 5 Stunden und ist eher eine Art Tutorial für den Mehrspieler-Modus. Sehen wir denn hier gerade Mehrspieler oder Singleplayer? Nein, wir sehen nur Singleplayer. Die Retail-Version, mit der wir den Multiplayer spielen können, kam leider zu spät für eine Aufnahme. Aber der Test ist natürlich im Heft. Dementsprechend übernehmen dann auch im Singleplayer KI-Helfer die Rolle der anderen Spieler. Die machen auch einen ganz ordentlichen Job, setzen sich zum Beispiel hier hinten auf den Buggy und feuern wild durch die Gegend. Ersetzt natürlich keine echten Spieler, aber funktioniert ganz gut für die Mission. Also ich muss echt mal sagen, dass die Entwickler jetzt fürs fertige Spiel wenigstens auch die Grafik mit reingepackt haben. Die Beta sah meiner Meinung nach echt grausam aus, also richtig abschreckend hässlich. Und das kann ich jetzt vom fertigen Spiel eigentlich nicht mehr behaupten. Was mich allerdings gewundert hat, dass es auch Missionen gibt, die quasi nur im Weltraum spielen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht nach der Beta vom Multiplayer. Es macht aber sehr viel Spaß. Was auch ganz cool ist, wenn du eben nicht reparieren kannst, weil du zum Beispiel keine Werkstätten bauen kannst, gibt es quasi Upgrades, die im Weltraum herumschweben und auch immer respawnen. Zum Beispiel der rote Punkt, auf den ich ja gerade zufliege, da unten. Das war eine Reparatur und natürlich gibt es dann auch Raketen und Torpedos und Bomben und alles. Na, das ist so ein bisschen wie im Vorgänger. Aber es schaut eine Portion cooler aus. Das ist jetzt zum Beispiel eine der größeren Waffen. Die kriegt man recht spät im Singleplayer. Die hat aber auch dementsprechend Wumms. Okay, Panzer gibt es also auch. Also da scheint ja eine ganze Menge drin zu stecken. Also man kann zu Fuß kämpfen, man kann mit Fahrzeugen kämpfen, man kann Sachen bauen, man fliegt im Weltraum rum. Überblickt man das als Spieler alles so? Ja, man braucht sicherlich eine gewisse Einarbeitungszeit, aber sobald man dann geblickt hat, was die einzelnen Fahrzeuge können, was die einzelnen Gebäude alles können und welche Möglichkeiten man eigentlich hat, macht es richtig, richtig Laune, vor allen Dingen im Multiplayer. Und mir gefällt's. Also ich habe Spaß. Gut, dann muss ich mir das auch mal auf den Zahn legen. Den Zahn legen? Ja, so sagt man. Tu das. Sagt man das so? Mhm.